Herzlich willkommen bei diesem Video. Mein Name ist Christoph Schweiger und in diesem Video zeige ich dir heute, wie du im Jahr 2018 online Geld verdienen kannst. Abonnier den Kanal, es gibt jeden Tag neue Videos und ja, lass uns starten. Schauen wir uns das Ganze jetzt auf meinem Laptop an. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt im Jahr 2018 online seriös Geld zu verdienen? Ich habe nachfolgend 6 Möglichkeiten für euch hier aufgeschrieben in Paint. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Und diese Varianten und Möglichkeiten habe ich hier alle eben gereiht nach Investitionsaufwand und eben auch natürlich nach Zeiteinsatz, ja, den ihr aufbringen müsst. Und mir ist ganz wichtig zu betonen, dass jede dieser 6 Möglichkeiten eine hochseriöse Möglichkeit ist, wie man eben online Geld verdienen kann und vor allem auch, wie man langfristig eben erfolgreich im Internet Geld verdienen kann. Ja, das ist ganz wichtig. Ich möchte euch keine Möglichkeiten vorstellen, die nur kurzfristigen Erfolg eben versprechen und dann irgendwann in ein paar Monaten dann ja, euch nichts mehr bringen. Fangen wir gleich an hier mit Punkt 1, Personal Branding. Was meine ich damit? Das ist eigentlich ja, genau das, was ich jetzt hier mache, also YouTube-Videos, Instagram und so weiter. Oder eben auch ein eigener Blog würde jetzt dazu zählen, bei dem ihr viele Besucher eben habt oder eben aufbaut dann in der Folge. Und Personal Branding kann man natürlich gleichsetzen auch mit Influencer Marketing oder ähnlichem. Und zwar brandet ihr euch selbst eben als Eigenmarke oder eben als Person eigentlich, ja. Und ihr könnt euch hier wirklich eure Nische aussuchen und die Themen aussuchen, die euch persönlich eben interessieren und eben da drumherum dann wirklich über Instagram, YouTube oder ähnliches. Ihr könnt auch hier die Plattformen aussuchen, die euch persönlich liegen. Es muss nicht jeder ein Video machen oder eben Bilder oder eben einen Blogbeitrag schreiben. Man kann hier wirklich auf seine persönlichen Vorlieben eben eingehen und eben schauen, mit welchen Möglichkeiten oder Plattformen man sich selbst auch am wohlsten fühlt. Ja. Und Personal Branding wird in Zukunft immer wichtiger werden und auch die Möglichkeiten, wie ihr hier eben Geld verdienen könnt, werden in Zukunft, sich noch weiter bewegen in die positive Richtung und eben auch die Vergütungen, zum Beispiel, die ihr über Instagram, über gesponserte Beiträge eben bekommt oder eben auch die Werbekosten, Beteiligung über YouTube, die werden in Zukunft auch noch steigen. Immer mehr Werbebudgets wandern eben in den Online-Bereich eben ab, ja, von der klassischen Medienlandschaft, ja, wie Print oder eben auch TV-Werbung hin zu Online, und deshalb werdet ihr auch natürlich, wenn ihr eine dementsprechende Reichweite eben aufgebaut habt, dann besser entlohnt, als wie es jetzt schon der Fall ist. Ja. Personal Branding ist dann auch noch wichtig. Man kann natürlich das verbinden auch mit dem zweiten Punkt hier, mit Affiliate Marketing. Und zwar, wenn man hier eben Produktempfehlungen eben ausspricht, man kann eigentlich sagen, hier Punkt 1 und Punkt 2 gehen hier eigentlich Hand in Hand. Ja. Denn wenn man hier eine große Reichweite eben hat auf verschiedensten Kanälen oder eben einen gut besuchten Blog eben hat, dann kann man natürlich hier auch Produktempfehlungen aussprechen und so weiter und über Affiliate Marketing dann zusätzlich noch Geld verdienen. Ja? Und gleichzeitig sind das die beiden Möglichkeiten, die wirklich am erfolgsversprechendsten eben auch sind, ja, für 2018 und die vor allem für euch als Anfänger sehr interessant sind, da ihr wirklich mit ganz, ganz geringen Investitionskosten hier starten könnt für den Bereich Personal Branding. Ihr braucht hier wirklich keine teure Kamera oder ähnliches. Ihr könnt wirklich mit dem Handy auch filmen und ja, braucht ihr kein teures Equipment eben kaufen. Ja, für Instagram reicht sowieso die Handykamera. Und wenn ihr jetzt das sagt, ich will einen Blog starten zu irgendeinem Thema, was euch interessiert, dann müsst ihr eben hier mit Kosten rechnen von ungefähr 5 Euro pro Monat für das Hosting, dann 10 Euro ungefähr für die Domain pro Jahr
Und dann würde ich hier noch jedem empfehlen, dass er eben auch hier eine E-Mail-Liste, Newsletter-Liste aufbaut, um eben dann später hier auch noch die Abonnenten eurer Newsletter-Liste dann weiter bewerben zu können und natürlich auch mit nützlichen Inhalten versorgen könnt. Ja, und das kostet euch im Monat ungefähr 27 € diese Newsletter-Software. Das heißt, im Monat steht ihr ungefähr bei 33 € an Fixkosten und das ist wirklich ein sehr, sehr geringer Betrag, um eben starten zu können. Ja. Das gleiche gilt hier für Affiliate Marketing, was ich jetzt gesagt habe. Und ja, vom Aufwand her auch beides sehr, sehr überschaubar. Punkt 3 ist eigentlich auch ein sehr zukunftsträchtiger Markt. Das ist der E-Commerce-Bereich. Und hier habe ich eben hier unterschieden in drei Teilbereiche, also E-Commerce klassischer Bereich. Wenn du jetzt einen Shopify-Shop starten möchtest und eben hier eine Eigenmarke eben von dir verkaufen möchtest, das heißt, du hast jetzt in deinem Shopify-Shop ein Produkt und dieses hat eben ein Private Label oben, sprich deine Eigenmarke und ist somit dein eigenes Produkt. Der einzige Nachteil hier ist natürlich, dass du größere Investitionskosten hast, da du eben ja die Produkte hier vorfinanzieren musst. Das hast du hier im Dropshipping-Bereich nicht. Dropshipping habe ich in einem anderen Video schon erklärt. Hier brauchst du eben kein Warenlager. Hier kannst du aber trotzdem im E-Commerce-Bereich ganz normal einen Online-Shop eben starten und eben die Produkte anderer verkaufen und dein Händler, dein Dropshipping-Anbieter verschickt die Waren direkt eben an deine Kunden. Dann gibt es noch einen dritten Bereich hier im E-Commerce-Bereich und das ist Print on Demand. In der Regel in Kombination im deutschen Markt mit Spreadshirt. Hier kannst du eben T-Shirts gestalten und Tassen bedrucken und ähnliches. Wenn du eben ein kreativer Mensch bist, kannst du dich hier austoben und hier auch wirklich gutes Geld eben verdienen. Also ich kenne hier auch Shops, die verdienen monatlich mindestens 10.000 € mit Print on Demand. Auch hier wieder, du hast hier nur Kosten für die Designs, die du eben erstellst, beziehungsweise deine Zeit. Also du musst hier auch kein Warenlager eben vorfinanzieren. Punkt 4, also hier wird es dann schon wieder spannender, das heißt spannender, aber auf jeden Fall herausfordernder für dich. Amazon FBA, Fulfillment bei Amazon. Das zeige ich dir kurz, wie das hier eben ausschaut. Hier übrigens befinde ich mich jetzt im Shopify Backend. So schaut das aus. Und Amazon FBA ist nichts anderes, wie wenn du eben deine Produkte, die eben du private gelabelt hast, sprich deine Eigenmarke entwickelt hast, in das Amazon-Lager schickt und Amazon verkauft eben diese Produkte dann über ihren Marktplatz für dich und verschickt eben auch direkt an die Endkunden. Ja. Man sieht hier das Ganze eben so, hier in der Beschreibung, Verkauf durch eben eine gewisse Firma und Versand durch Amazon. Also diese Firma bzw. dieses Produkt nutzt genau eben Amazon FBA und hier gibt es eben zahlreiche. Also ich habe jetzt wirklich hier nur ein Beispiel rausgesucht, an dem ihr erkennen könnt, dass eben diese Firma eben Amazon FBA nutzt. Hier ist der große Vorteil, dass natürlich Amazon den Versand für mich übernimmt und eben auch den Verkauf über den Marktplatz. Ja, das heißt, ich brauche mich nicht um die Werbung scheren und eben auch nicht ja, um die Kundenakquise eigentlich, da das Amazon für mich übernimmt, inklusive der ganzen Logistik. Ja. Das Minus hier dabei ist natürlich, ich habe größere Investitionskosten als eben beim Dropshipping oder beim Affiliate Marketing oder beim Personal Branding, da ich natürlich die Produkte vorfinanzieren muss und eben ein eigenes Warenlager eben finanzieren muss. Ja. Punkt 5, auch ein sehr interessanter Bereich, Mitgliederseiten bzw. Abo-Systeme. Abo-Systeme kannst du eben durchaus auch im E-Commerce-Bereich eben einbinden, sogenannte Autoship-Modelle, in denen du eben ja, Produkte anbietest, die sich eben ja, monatlich bestenfalls verbrauchen und wo du eben dann den Kunden in ein Abo-System überführen kannst und dem eben dann automatisch jeden Monat seine Produkte schickst. Ja.
Mit Mitgliederseiten meine ich hier eigentlich digitale Produkte, so wie ich es hier in meinem Beispiel auf der lifestyleboss.de Seite mache mit dem Mentorprogramm. Das ist eben auch ein Abosystem für Mitglieder, wo ich eben mein Wissen vermittle und eben dann auch tiefergehende Fragen eben für die Kunden und Mitglieder hier eben beantworte. Ja, also auch die beiden Punkte sehr, sehr wichtig und vor allem später sehr interessant, wenn man seine Firma verkaufen möchte, denn für den zukünftigen Käufer der Firma sind natürlich Abosysteme sehr interessant, da er ungefähr voraussagen kann, wie er in der Zukunft eben verdienen wird, was eben die Abo- oder Mitgliederseite oder dieser E-Commerce-Shop, je nachdem eben, was du dann nutzen möchtest, in Zukunft verdienen wird. Und deshalb wirst du eben auch einen höheren Verkaufspreis für deinen Online-Shop oder für die Mitgliederseite eben verdienen können. Vom Aufwand her ist das natürlich etwas mehr, denn du musst einmalig diese Inhalte erstellen, allerdings eben nur einmalig. Und die Sache ist natürlich beim Abo-System so, du musst hier laufend neue Inhalte bringen, damit eben deine Mitglieder eben dann weiterhin auf der Mitgliederseite eben bleiben und nicht das Abo eben kündigen. Ja. Dann der sechste Punkt, der wird wahrscheinlich einige jetzt überraschen, aber der ist hier eben der Software-Punkt. Und ja, wenn du jetzt mit Software nichts zu tun hast, beziehungsweise ich bin auch selbst kein Programmierer, aber es ist durchaus möglich, über gewisse Seiten wie zum Beispiel Upwork oder eben ähnliche Freelancer-Seiten diese Software-Idee, die du eben hast, outzusourcen und dann natürlich die Softwarelösung dann monatlich eben online anzubieten für eine gewisse Abo-Gebühr. Ist eben auch ein Abo-System in der Regel, da eben die Benutzer hier eine Lizenzgebühr eben bezahlen. Also auch sehr interessant und vor allem gar nicht so schwierig umzusetzen, wie man vielleicht glauben möchte. Ja? Und später, wenn man die Firma verkaufen möchte, hat man eben dieselben Vorteile, die ich vorher schon erwähnt habe. Ja? Das wären jetzt wirklich alle sechs seriösen Möglichkeiten, wie man wirklich gutes Geld online verdienen kann im Jahr 2018 und auch weit darüber hinaus und ja, wie man sich ein seriöses Online-Business aufbauen kann. Unter diesem Video, direkt in der Videobeschreibung, findest du einen Link zu einem kostenlosen Download und dieser beinhaltet eine Liste mit den 12 Tools, die ich täglich nutze, um online erfolgreich zu sein. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.